Gott, nee, lieber nicht. So, danke für die Begrüßung. Und willkommen zu einem neuen LP Terraria mit Kollegen Leon. Ja, würde ich sagen, beginnen wir einfach direkt mal, oder? Yep. Gar nicht lang groß rumsnacken. Ich würde direkt mal schon mal ein bisschen Holz. Kleine Information schon mal vorneweg. Wir haben ja schon mal zusammen gezockt, so 11 Stunden oder so, glaube ich. Ja, war schon. Nicht am Stück. irgendwann letztes Jahr war das, glaube ich, und haben dann aus welchem Grund aufgehört? Weil ich mein PC formatieren musste. Stimmt, genau. Also, wer das noch nicht weiß, glaube ich zwar nicht, dass es irgendjemand nicht weiß, aber für Terraria braucht man ja Hamachi. Und ja, Kollege Leon hat dann Hamachi irgendwie deinstallieren müssen und Hamachi hat direkt alles auf seinem Rechner mit deinstalliert aus irgendeinem Grund. Kamikaze-Style. Ja, genau. Naja, so ein bisschen wie die Titanic halt. Wenn ich mit untergehe, dann nehme ich alles mit. Wollen wir die erste Nacht in der Mine verbringen oder wollen wir ein Haus bauen? Was klingt denn anreizender? Ich würde sagen Mine, also das Haus bauen ist schon echt langweilig, weil man dann eine ganze Nacht im Haus bleiben muss. Okay, dann machen wir gute Mine zum bösen Spiel. Aber übrigens, du bist ja hier so der Pro in dem Game. Du hast ja wie viele Stunden schon Intus? Ich weiß jetzt gar nicht genau. Dreistelliger Bereich? Ja, locker, so 500, denke ich. Ja, ich habe 11 Stunden etwa. Also gut, dass ich aufnehme. Aber ich kenne mich auch noch nicht so gut im neuen Update aus. Das habe ich erst einmal durchgespielt. Moment. So. Crafting. Was ist das? Verdammt. Genau, das wollte ich machen. Das mit Umschalt weißt du noch, ne? Was? Damit man da die, wenn du Umschalt drückst, die Fackeln automatisch auswählt. So. Und wenn du über was gehst, dann automatisch dein Werkzeug auswählt. Natürlich muss ich das noch. Wir werden mal schauen, wie das mit Aufnahmen dann aussieht, aber jedes Mal, wenn wir so Bock haben, werden wir, denke ich mal, so eine Stunde oder so am Stück aufnehmen. Ja. Dann sollte das eigentlich passen. So, aber ich glaube, die Höhle ist gar nichts. Obwohl, da oben vielleicht. Na, ich folge dir einfach mal. Ich kann ja nochmal nach oben gehen und nochmal. Kann man Rope machen? Warte mal. Wir haben doch keine, oder hast du welche? Nee. Gut, dass wir schon mal hier reingegangen sind. Moment. Schlechte Idee. Warte, ich habe ein bisschen Holz und... Ah, und Dirt habe ich auch. Okay, perfekt. Dann kann ich nämlich noch... eventuell kannst du ja schon unten bleiben und noch ein bisschen was holen. Dann hole ich in der Zwischenzeit hier... Verdammt. Ein bisschen was an... Ja, ich glaube, die Höhle sieht hier nicht gerade gut aus. Wir sollten vielleicht eine andere suchen. Na, da kannst du mich ja schon mal... Au! Au! Oh, scheiße. So. Das ist schon ein bisschen Wut, wollte ich sagen. Ja. Dass ich den Satz auch mal vervollständigen kann. So. Moment, den hole ich mal noch. Komm her, Chef. Komm her. Yes. Kämpfe am Anfang lieber mit der Spitzhacke, das bringt's mehr. Weil die eine höhere Range hat und genauso viel Schaden macht fast. Und übrigens, wie man hier unschwer erkennen kann, bin ich natürlich Deep Pride. Erkennt man eindeutig. Wer bist du eigentlich? Niemand, ich hab's gemacht. Ein bisschen was von Popeye vielleicht auch. Oh Gott. Ah, das ist ja großartig. Moment, ich zeig mal hier ein bisschen durch. So. Ein bisschen Schwung geht das. Das wäre schön blockiert hier. Ah! So. Perfekt. Ich kann das. Ja. Ich hab mich immer noch dran gewöhnt, ja, was jetzt hier Axt und für was hier Pickaxe. Aber schon. Pickaxe für alles, Axt für Holz. Ich glaub bloß nicht, dass ich mir sowas merken kann. Eigentlich ist am Anfang irgendwo immer eine Kiste. Aber ich hab's noch nicht gefunden. Aber ich habe jetzt Seile. Wollen wir das eigentlich so wie vorher machen, dass ich wieder auf Magic gehe und du auf hier Robust? Wie du Lust hast.
Ja, klingt glaube ich gar nicht mal so verkehrt. Okay, dann mache ich wieder auf Nahkämpfer. Ja. Hier kannst du reinkommen, das sieht gut aus hier. Okay, ja. Kleiner Lag. Ja, sieht gut aus. Warte, ich... Na, bin unterwegs. Da ist schon mal eine Ohr, die können wir nicht abbauen. Was ist das? Boah, ist das geil. Manchmal sind wir für alles für schlechte Wortwitze bringen können. Ich glaube, wir sind noch lange nicht ausgereizt. Ich nehme mal gleich die Kiste mit hier. War nichts Besonderes drin, leider. Night Owl Potion. Oh, ein Slime. Was? Ist man überhaupt in der Mine sicher? Also ja, nachts? Sicherer als oben, außer wir haben halt ein Haus. Oben kommen Zombies, die kommen in der Mine generell eigentlich netzer. Und die sind am Anfang echt somit das größte Problem. Ja, außer man hat ein Haus und macht immer die Tür auf und haut ein paar Mal drauf. Ja, lustig wäre es eigentlich noch sowas wie einen Tank einführen, weißt du? Der dann einfach mal direkt das ganze Haus plattwalzt oder so. Ja, es gibt hier schon starke Monster, aber... Ja. Vor allem durch... Es gibt hier so Events und da kommen richtig starke Monster, das ist für richtig krass. Ja, diesen komischen alten Opa gibt's glaube ich immer noch, oder? Ja, aber der ist schwach. Dieses Skin. Beim ersten Mal sind wir da umgegangen damals. Ja. Aber früher, also das heißt früher vor dem Update, also war der World Eater, das war so mit so dieser Wurm, der hatte glaube ich 180.000 Leben fast. Hm? Oder der hatte glaube ich sogar 80.000 Leben, das hat immer lang gedauert, da drauf zu kloppen. Das war ja nicht schwer, sondern nervig wahrscheinlich, ne? Ja, der war eigentlich einfach, weil er mal ihm einfach ausweichen konnte, aber. So, doch nichts mehr. Ein bisschen Sand kann man da mitnehmen hier. Ja, habe ich schon auch was mitgenommen. So. Jo. Ich baue hier mal ein paar Ropes nach oben. Jo. Na. An dem Rope hier kamst du hoch oder was? An dem zweiten? Ja, musst du einfach nur hochdrücken. Ich stoß mir immer den Kopf an. Ich kann ja auch durchhauen hier. So. Alright, Delight. Willst du beeindrucken wirken oder so? Oder was sollte das? So. Gehst du weg, Junge? Sind wir eigentlich im selben Team, ja, ne? Ja, Digga. Warte, komm mal in die blaue Party. Achso, ja, stimmt. Also, sehen wir uns. Zack. Au! No. Hast du noch? Nee, das war dieser Slime hier. Oh Gott, wie soll man... Hehehe. Got the hops, yes. Nein. Das... Klappt. Das wird... Nein. Lieber Faith! Na! Dammit. Ja. Na. Perfekt. Die Leiter, die das... Nee, nicht die Leiter, sondern die Rope des Erfolges. Ah, dammit. Komm, ja, wieder. Komm mal. Oh, ein Hase! Okay, ist kein Monster, schade. Wäre vielleicht als Update auch mal nicht schlecht, so eine Mod quasi, in der man eben auch noch was zu essen sammeln muss oder so. Ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Survival-technisch. Ja. Das kann man auch noch mal ein bisschen fixen, dass man hier ein bisschen schwimmen kann. Das kann man mit einem Accessoire. Schwimmflügel? Ja, so was ähnliches sogar. Ah, du Scheiß! Ah! Komm her! Okay, geh weg. Komm. Da kommt noch einer. Okay, nochmal. Oh, Scheiße, jetzt kommt. Tech-Team jetzt kommt Zombies. Shit. Ah. Au! Mach du das. Ich glaube, ich gehe dann doch mal auf die Axe oder so. Nicht umsonst heißt es ja auch Axe für den Mann.
hier über Nacht bleiben, oder was? Ah. Sieht doch gemütlich aus. Es hat auf der anderen Seite definitiv, ja. Kann man sich schon mal eine kleine Einrichtung bauen? Ja. Stichwort auf klein. Ah, doch, es scheint auch einigermaßen sicher zu sein hier. Ja. So, bauen wir erstmal eine Workbench. Zack. Hast du Torches? Nee, aber ich kann welche bauen, oder? Hast du Steine, dann können wir uns einen Ofen machen. Ja, 91 habe ich. Ja, muss sein. Ja. Ich hab dir jetzt schon meine Torches gegeben. Bau du den Ofen. Dafür braucht man Torches. Okay, warte. Wo ist er denn? Hast du Holz? Ja, genügend. 60. Ein bis zwei. Statue, Frankenstein, was? So. So. Perfekt. Kann man schon mal einen Bogen machen und noch ein paar Arrows? Ja, kannst mit Holz und Stein machen. Ja. Alles schon? So, ja, direkt 65. So, jetzt haben wir hier einen Amboss schon mal. So, ich mach mir auch mal einen Bogen. Ansonsten hast du noch ein bisschen? Ansonsten, achso, Rüstung brauchen wir noch. Jo, können wir uns eigentlich eine Holzrüstung machen? Ja. Bringt zwar nicht wirklich viel, aber. Immerhin. Ja, ist halt nix. Ja. Aber es ist immerhin schon mal etwas, immer nicht ganz nackt. Ja, so. Stimmt. Gott, wo waren das nochmal zum Equippen? Sieht ein bisschen aus wie so eine Rüstung von den Power Rangers. Das ist eine billige Rüstung. Power Rangers sahen aber, glaube ich, ein bisschen anders aus. Ja, die halt noch mit Rot oder Blau. Hast du noch ein bisschen, Wood? Ja. Bei mir reicht es nicht für eine Armor. Ich glaube, das bringt mir wirklich 3 Wood. Nicht wirklich. Das Lustige ist bei Power Rangers, wenn man sich die neuen Folgen anschaut, da kommen ja immer noch neue raus, die sehen noch billiger aus als die alten. Haben die nicht mittlerweile den ganzen Regenbogen schon durch? Nein, so billig. Ich weiß nicht, ob sie das mit Absicht machen. Hast du noch ein bisschen Stein? Obwohl. Ja. Ja, passt schon. Bin ja nicht stoned. Ach, ich hab sogar ein paar. Siehst du ein bisschen bleich aus irgendwie, fällt mir gerade auf. Ey! Alle, so. So, Glas können wir doch schon ein bisschen machen. Was ist die eigentlich? Wie bitte? Was ist die eigentlich, die Vase? Für nichts, nur Deko. Hauptsache, das sieht gut aus. So, jetzt spielen wir hier mal ein bisschen. Aufpassen. Jo, bin dabei. Oh Gott. Sehr gut. So. Ganz gut eigentlich. Sehr gut. Nice. Guck ich den nächste. Pew. Waren alle? Scheiße, kommen da sind viele. Sind die verlangsamt im Wasser? Ja. Ja. I got him! Oh yeah. Delicious. Kommt noch eine. Oh, wir brauchen mal ein bisschen. Ah, obwohl ich kann mit Glasplattform machen. Sieht vielleicht sogar besser aus. So. Sehen ja gar nicht so gut aus irgendwie. Im Fernsehen sehen sie immer besser aus. Wir haben noch gar keine Dings gefunden. Ah! Ein Stern, der ist auch schon.
Yep. Ja, den brauchst du erstmal am Anfang, wenn du Magier machen willst. Der meinen Namen trägt. Da sind ein paar Augen aber im Weg und ein paar Zombies. Ich weiß nicht, ob das noch gut ist. Zwei Stück! Okay, ich versuch's. Verblassen die noch nach einer Zeit? Ja, wenn's hell wird, gehen sie kaputt. Okay, das heißt Man-Mode. Wenn man von so einem Stern getroffen wird, kriegt man glaube ich 9900 Schaden oder so. Ja, das war schon gesagt. Das weiß ich noch. Ah, ich hab hier direkt einen Zombie und ein Auge über mir. Ah! Okay, fuck it, Man-Mode. Lass mich durch! Gut. Okay, Stern Nummer 1. Und da ist der nächste. Und. Ah, yeah. Alright, delight. Bye bye. Nein! Oh shit! Gesandwiched. Nein, 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 das wollte ich gar nicht. Ich glaube, ich bin auch tot. Obwohl, nee, ich hab's. Ich kann sagen, wenn du da überlebst, wäre das super. Okay, bin auf dem Weg. Oh, da ist so ein nerviger Dirtblock im Weg, damit ich die nicht abschießen kann. Ja, hier auch gerade. So. Okay. Vielleicht sollten wir doch am Spawn noch ein Haus bauen, falls wir irgendwann down gehen sollten und es ist Nacht, dass wir das auch noch ein Stern. Ja, das können wir dann umändern in Spawn, das ist kein Problem. Na, stimmt. So, wie viel brauche ich für einen Mana-Stern noch? 5, glaube ich. Okay, schau mal. Brauche ich noch 2. Ah, treffsicher wie Robin Hood. Ach stimmt, wenn wir genügend Augen von den Kollegen haben, können wir ja das Riesenauge spawnen, ne? Ja. Das kann ich mir noch merken. Aber das soll ich mir erstmal noch ein bisschen bessere Ausrüstung bekommen. Also mit Magier ist das mit einer meiner Favorite Bosse auch dann. Ja, das wirst du noch. Die Meinung würdest du noch ändern, wenn du die Twin-Bosse siehst. Da kommen nämlich zwei von den Augen und der eine hat einen Flammenwerfer und der macht glaube ich 50 Schaden in der Sekunde oder so. Realismus, please. Ah! Zombies mit Wasser auf dem Kopf. Die könnt ihr auch droppen, glaube ich, ne? Weiß ich gar nicht, kann schon sein. Da ist noch ein Stern. Ja, gleiches Tag. Ist ja gut, langsam gehen mir hier die Arrows auch aus. Haben noch 5. Ich hab noch 24, woher auch immer. Wahrscheinlich wieder aufgesammelt oder so. Ja. Wenn du noch einen Stern findest, wäre das perfekt. Einen hab ich. Ja, wenn du jetzt noch einen hast, meine ich. Dann hätte ich genau 5. Hier ist auch nichts. Gib mir das. Was ist das für Scheiße? Da kommt ein Zombie zu dir übrigens. Na. No. Ah, es ist dunkel. Ah! No! Scheiße. Ich werde sterben, glaube ich. Nee, ja, doch. Scheiße. Okay, das war zu viel, ist ja noch besser, als ich mir denken konnte. Oder auch nicht. Die fliegen alle an mir vorbei. Okay, dein Geld habe ich aufgesammelt. Ich bin übrigens im Super Core, ne? Ja. Medium Core, nervt einen einfach nur. Aber da verlierst du immer deine Sachen, wenn du stirbst halt. Ja. Dein komplettes Inventar. Und Geld kann man ja auch schmerzen. Bei Hardcore, da bist du gleich tot, da ist es vorbei. Ich glaub dann, naja, dann wärst du es schon gewesen. War ja epochal gewesen, ey. Es ist Tag. Ein Stein zu wenig, ey. Aber momentan haben wir ja noch keine Mana-Items. Ja. So. Komm her. Na. Sounds wurden echt ein bisschen verändert. Bisher hab ich ja noch. Ah doch, ja. Ein bisschen mehr Ambiente. Oh. Die Vögel zwitschern. Die twittern, glaube ich, mittlerweile. Ich fand bis die ersten Kinder, die da auch so umgeschrieben werden.
Ich habe mir auch überlegt, eventuell, was war das nochmal? Aschenputtel war das mit diesem Schuh, oder? Ja, Aschenputtel. Ja, mittlerweile wird es auch Zalando gehen, glaube ich.